Glückwunsch, Gerry, zu deinem Tor. Du hast ja nach deinem Kreuzbandriss 370 Tage später jetzt dein erstes Tor wieder erzielt. Wie groß war denn da die Freude und Erleichterung? Ja, sehr groß. Also ich habe mich natürlich sehr gefreut. Die Erleichterung war auch riesig. Aber ich glaube, mit einem anderen Resultat hätte ich mich natürlich noch mehr gefreut. Du sprichst es an. Wir müssen noch mal kurz zurückblicken. Insgesamt 1:4 verloren gegen Wolfsburg. Habt ihr das denn mittlerweile in der Mannschaft gemeinsam analysieren und auch abschließen können? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es am nächsten Tag gleich alles zusammen angeguckt, analysiert und ja, man muss sagen, es war nicht unser bester Tag und ja, gegen so eine gute Mannschaft reicht es halt dann leider nicht und das wird danach bestraft. Und ja, von daher, das ist abgeschlossen und der Blick geht jetzt auf Jena. Du selbst hast ja jetzt insgesamt fast rund ein Jahr lang verletzt, hast bereits drei Kurzeinsätze auch sammeln können. Wie geht es dir denn jetzt nach dieser schweren Leidenszeit? Ja, sehr gut. Also ich bin natürlich mega, mega happy, dass ich wieder auf dem Platz stehen darf. Wie du schon angesprochen hast, ja, es war eine lange Leidenszeit und es hat viel gebraucht, dass ich wieder hier stehe, wo ich gerade bin. Und ja, von daher, ich bin natürlich mega happy, dass ich jetzt wieder auf dem Platz stehen darf. Jetzt richtet sich der Fokus auf kommenden Freitag, unser Auswärtsspiel beim FC Kalsas Jena. Was habt ihr euch denn da vorgenommen? Ja, also wir gehen in jedes Spiel rein, dass wir das natürlich gewinnen wollen. Am Freitag genauso. Wir brauchen eine gute Leistung. Wir müssen 100% abrufen. Und ja, dann wird es auf jeden Fall drin liegen, diese 3 Punkte zu holen. Rein tabellarisch ist es ja ein bisschen ein Kontrastprogramm. Erst kam der Tabellenführer Wolfsburg nach Frankfurt, jetzt geht es zum tabellenletzten Jena, der auch erst vor der Saison aufgestiegen ist. Warum sollte man Jena trotzdem nicht unterschätzen? Ja, also ich meine, also ich würde sagen, jede Mannschaft, die in der Bundesliga oben spielt, sollte man nicht unterschätzen, weil die sind ja auch aus dem Grund oben in der ersten Bundesliga. Und ja, wir müssen einfach Vollgas geben, dürfen die wirklich nicht unterschätzen und das Gefühl haben, ja, wir gewinnen sowieso. Ja, wir müssen da alles geben und dann wird es gut kommen. Du persönlich hast wahrscheinlich ganz gute Erinnerungen, weil du gegen den damaligen FFUSV Jena noch im Hin- und Rückspiel vor 2 Jahren jeweils getroffen hast, oder? Gute Frage. Ja, so an das eine Tor kann ich mich tatsächlich erinnern. Also das Auswärtsspiel, ich glaube, da habe ich das Siegtor geschossen zum 3-2 oder so. Ja, aber sonst kann ich mich, glaube ich, nicht mehr so daran erinnern. Das ist noch eine Weile, schon eine Weile her. Naja, Hauptsache, du schießt dann jetzt am Freitag vielleicht dein nächstes Tor. Lass uns noch mal vorausblicken. Wir haben jetzt stehen wir 4 Spieltage vor Schluss und es sieht nach einem sehr engen Dreikampf um den Champions League Platz 3 aus, gemeinsam mit Potsdam und Hoffenheim. Wie schätzt du denn eure Chancen ein, dass man am Ende tatsächlich als Dritter die Runde abschließt? Ja, sehr gut. Ich glaube, wir müssen einfach bei uns selbst bleiben. Wir haben es immer noch selbst in der Hand. Ja, das Ziel ist natürlich, alle Spiele zu gewinnen. Müssen wir eigentlich auch, wenn wir auf dem dritten Platz am Schluss stehen wollen. Und ja, aber ich denke, wir müssen von Spiel zu Spiel gehen. Es ist egal, was wir jetzt, wir können jetzt nicht schon an Bremen denken. Wir müssen jetzt erst an Jena denken, hier, da die 3 Punkte holen und dann ja, werden wir sehen und dann werden wir von Spiel zu Spiel gucken. Und ja, es braucht natürlich in jedem Spiel 100% von jeder Einzelnen. Dann viel Erfolg im Schlussspurt.